Meine Damen und Herren, Hashtag dieser Woche, wenn Sie über die Sendung twittern wollen, Revolverhate. Viele von Ihnen können nicht twittern, weil Sie so gelähmt sind, weil Sie im Kiosk eines der größten Bilderrätsel aller Zeiten gesehen haben. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Das ist das Cover des aktuellen Spiegel. Ich zeige es Ihnen mal. Ich weiß nicht ganz genau, was es zu bedeuten hat. Es ist eine Art Bilderrätsel, glaube ich. Es hat Europa vor ein riesiges Fragezeichen gestellt. Und vor allen Dingen uns, weil wir uns gefragt haben, okay, so eine Sache machen ist das eine, aber wer macht sowas? Wer ist der Mitarbeiter hinter diesem Cover und anderen tollen Spiegelcovern, bei dem man sich denkt, sag mal, geht's da noch in Hamburg? Was ist denn da los? Und wir haben es herausgefunden. Wir haben unser Internet-Suchteam auf den Weg geschickt und wir haben herausgefunden, wir wissen, wer hinter diesen Covern steckt. Meine Damen und Herren, aus der Reihe Medienpersönlichkeiten mal vorgestellt, der Macher von sowas und von sonstigen Covern des Spiegel. Sein Name? Photoshop Philipp. Ja, das ist Photoshop Philipp. Er hat's nicht so mit Menschen, aber er beherrscht Photoshop wie kein zweiter. Adobe Photoshop ist die bekannteste Bildbearbeitungssoftware, die unter anderem dafür sorgt, dass Heidi Klum so aussieht und nicht so. Man sagt, er habe den schwarzen Gürtel in Photoshop. Ja, er ist Photoshop Philipp. Folge 1 Spiegelcover. Erstmal ein Bild von Hitler, denn Hitler verkauft immer. Daneben ein Foto von Angela Merkel für den Bezug zur heutigen Politik. Damit es deutlicher wird, stempelt der Merkel den Hitlerbart ins Gesicht. Und in den Hintergrund kopiert er Göring, Heydrich, Himmler und Goebbels. Ein Stilisierungsfilter und schon sieht alles aus wie Kunst. Die Menschen stellt er auf eine griechische Grillplatte. Lecker. Ein paar Kartoffeln dazu, die stehen für die deutsche Spießigkeit. Ordentlich Sättigung erhöhen, dann wird es bunt und fällt schön auf. Gesundheitsthemen bringen Auflage und über Brustkrebs kann man gar nicht genug informieren. Darum oben ein paar schöne Möpse reinkopiert, ruhig noch viel mehr Brüste rein, denn die Konkurrenz schläft nicht. Kurz gucken, was bei RedTube läuft, man muss auch mal entspannen können, denkt Photoshop Philipp. 1, 2, 3. Ein Riesenbild von Günther Jauch, über alles, denn der ist Deutschlands wichtigster Journalist und Quizmaster und steht längst über den Dingen. Ach Moment, jetzt ist alles durcheinander. Ärgert sich Photoshop Philipp. Keep on rockin' Philipp. Loriot, Goethe, Arminius und Wagner gucken von der Wolke, denn die Deutschen als Kulturvolk gehen als Thema immer. 10 niedliche Katzenbabys, 7 Klipperdelfine mit Wasserzeichen. Bitte alles rechtefrei, sonst kommt Post vom Anwalt und es wird teuer. Stacheldraht als Rahmen um alles, als Anspielung auf Europas Außengrenze. Jetzt nur noch schnell einen Titel brainstormen. Hey, Photoshop Philipp! Na klar, Nazi und Busen sind schon mal gesetzt. Das Wort Geheimnis macht die Leute neugierig und reizt sie zum Kauf. Merkel muss mit rein, Krebs und irgendwas mit CIA klingt mysteriös. Und der Doppelpunkt macht Lust auf die ungeklärte Frage, die uns gleichermaßen schockt. Woran sind die Ausländer noch schuld? Schrift schön groß, warum nicht Comic Sans und Arial? Wow, das riecht nach Pulitzerpreis, Mann, das ist genial. Abspeichern als JPEG, zurückgelehnt und dann schaut er sich sein Werk nochmal hochzufrieden an. Well done, Photoshop Philipp.